Guten Tag, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptist Church in Tempe, Arizona. Heutzutage behaupten viele Leute, dass die Juden, welche nicht an Jesus Christus glauben, Gottes auserwähltes Volk sind. Im zweiten Kapitel des Römerbriefes, Verse 28 und 29, steht geschrieben, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und das ist eine Beschneidung, die am Herzen, im Geiste, nicht dem Buchstaben nach vollzogen wird. Eines solchen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Dieser Abschnitt macht es klar, dass die äußerliche Erscheinung nicht bestimmt, wer ein Jude ist. Heutzutage sehen wir Leute, die äußerlich jüdisch aussehen oder die sich als Juden ausweisen und denken, oh, diese Person ist jüdisch, dies ist ein Jude. Aber Gott sagt, dass nicht der ein Jude ist, der es äußerlich ist. Sie sagen, aber er ist beschnitten. Nein, in der Bibel steht, dass auch das nicht Beschneidung ist, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern dass der ein Jude ist, der es innerlich ist. Was bedeutet dies? Der Apostel Paulus schrieb an die Philipper in Kapitel 3, Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Gemäß dem Römerbrief Kapitel 2 sagt Paulus, dass diese äußerlichen Juden, Leute, die sich Juden nennen und die beschnitten sind, dass sie nicht wirklich Juden sind und dass Gott sie nicht als Juden beachtet. Paulus schreibt, wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und, passen Sie genau auf, uns in Christus Jesus rühmen. Das bringt uns zu der Frage, rühmen sich die sogenannten Juden, die heutzutage in Israel oder New York leben, in Jesus Christus? Denn wenn sie das nicht machen, sind sie in Gottes Augen nicht die Beschneidung, sind sie nicht wirklich Juden. In der Bibel steht, dass wir die Beschneidung sind, die wir Gott im Geiste dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Die heutigen Juden haben alle ihr Vertrauen auf dem Fleisch. Sie glauben, dass sie Gottes auserwähltes Volk sind, weil sie im äußerlichen Sinne von Abraham abstammen oder weil sie im Fleisch viele Werke vollbringen. Die Bibel aber macht deutlich, dass heutzutage wir Christen die Beschneidung und Gottes auserwähltes Volk sind und wir rühmen uns in Christus Jesus.